Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute ein bisschen weiter mit der Methode für den Überfall auf das FAB-Gebäude. Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir Methode A nehmen werden, und das ist die einfache Methode. Okay, well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Gut, dann nehmen wir erstmal Gustavo Moda. I ain't changing that now. Den kennen wir ja von den anderen Überfällen. McCreary? He was part of a well-known Liberty City stick-up crew. Small world. I got a good feeling about him. Okay. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Jo, nehmen wir das so. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit. You know, I'm still looking into that Union Depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. So. Bestanden. Pläne des Architekten, den haben wir auch geholt. Ja, schon 50 Minuten. Wir haben lange mit den Kopf rumgespielt, deswegen dauert es eine Weile. Für die Planung ist ein Fluchtfahrzeug erforderlich. Das können wir tatsächlich wahrscheinlich hier nicht stehen nehmen. Da müssen wir uns tatsächlich ein eigenes holen. Dann kriegen wir hoffentlich relativ schnell hin. Wir brauchen wahrscheinlich einen Viersitzer und hoffentlich etwas Schnelleres als das, was wir haben. Ja, schon klar. Wir nehmen den BMW hier, warte mal. Oder ist das ein... Ne, so ein Grabe, ist ein Viertürer, scheiße. Wir machen das hier. Dann nehmen wir den hier mit. Das ist nämlich ein Viertürer, den... Aber mutzen wir noch ein bisschen auf. Oh, Alter, was denn? So, wir brauchen eine Feuerwehrauto noch auf jeden Fall. Das müssen wir auch noch irgendwie. Tasty. Hey, Sugar Plum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Ja, wir helfen. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Hier war mein eigenes Auto. Was steht hier jetzt? Ja, super. Ja, ich hätte gehofft, dass ich mein eigenes Auto kriege. Aber irgendwie will der nicht. Gut, dann müssen wir mit der Mühle jetzt rumfahren. Ist dann einfach so. Ich wollte eigentlich nur die Karre tunen. Aber der Anruf von Tracy, der ist jetzt wichtiger. So. Gut, dann machen wir das jetzt mal zack, zack. Dann müssen wir wahrscheinlich jedes Auto wechseln gleich. Da ist Tracy, ne? Ja. Und ich kenne die Mission tatsächlich. Let's go find him. I last saw him around the corner. Hawaiian Snow. Hawaiian Snow. Okay. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? Look at that jerk over there. Here? Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. Where'd you meet this guy? At a signing? What are you signing? A plot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Plaza. Okay, sehr direkt hier vorne um die Ecke. I was signing autographs at the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Yeah, the videos. Ja, genau, Tracy. We found this prick.
Not yet. Okay, how about going around the corner and back up the hill past Crocahoo? Just some time. For sure. Okay, that moment. My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You've finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Okay, you around here? What you doing? Purple car, that's him! Fuck, he's on to you! Let's go! D-A-D-W-T-F! So, was soll er mit dem Typen machen? Hey, what are you running for, pal? Let's talk! Seriously, I didn't know he already had a sugar daddy! Ja, das Ding ist kar... I didn't ask for sight! So, kümmere dich um den Stalker. It's the internet. You're a cyber creep. You're right. Ah, jetzt muss ich hochrennen. I'm getting help. Don't kill me. Hab ich den Moment? Ich hab den Schocker doch irgendwo, ne? Ne, hab ich nicht, oder? Ach, Pumme. Na, verdammt. Oh, ich hochrennen müsste. Wenn Michael die so unsportlich wäre. Komm, die kriegen auch noch irgendwie den Typen, oder nicht? Na komm, den. Komm, hoffentlich fährt dein Auto über den immer einen Haufen. Das wäre super. Komm ab! Wie den. Ich krieg den nicht, ne? Oh, da krieg ich den doch noch. Ach komm, den kriegen wir noch. Scheiße, ich hätte fast gehabt, ey. Oh, so der Ding. Run, you little bastard! All the way out of town. Machen das anders. Komm. Freak the shit out of me. Ja, gib Gas. Jetzt krieg ich den Piss auf jeden Fall. Ich will den nämlich irgendwie anfahren, dass ich den. Vor. So. Kleiner Pisser, Alter. Na, ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen. Wir müssen da abbiegen. Und wieder haben die Cops noch was dagegen, weil ich einen scheiß Stalker umbringe. Der die eigene Tochter die ganze Zeit rum am Stalken. Komm, einstellen, das kriegen wir noch weg. War mir klar, dass ihr wieder mitspielen wollt. Durch, scheiß. Ach, leck mich doch am Arsch. Scheiß Cops, Alter. Ich hasse sowas. Das sieht immer die Folge in die Länge, wenn ich scheiß Cops bitte. Das haben wir schon mit Franklin gehabt, das haben wir jetzt mit. Hau ab von mir. So, der ist zwar weg. Ja, das war mir klar, dass das. So, der wird jetzt erstmal nicht mehr ärgern. Oh, das war übrigens auch keine Absicht. Scheiße. Ich wollte die Katze tatsächlich nicht überfahren. Ich hatte selber eine Katze, das ist scheiße. Ah, der macht mir hier rechts den Weg zu, dass ich nicht zu Tracy zurück kann. Ich will eigentlich, dass ich nicht aus der Stadt komplett raus. Ich will eigentlich nur hier. Gut, wunderbar. Dann war das erledigt.
So. Die Mühle, die ist auf jeden Fall. Ja. What happened, Daddy? Guy had an accident. I'm sorry. So, damit weiß ich nicht, dass wir den mal kurz im Mund gebracht haben. Also. I can't believe you did that. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. Hab ich doch. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Now grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess. He really scared me, but I didn't want... Well, then pretend it never happened. Thanks, Daddy. Bye! I'm glad I could use my paternal rage productively for once. So, wunderbar. Oh, wir haben eine neue Mission für Solomon. Cool. So, dann bauen wir auch das Auto von der Tochter noch schnell um. Warte mal, hier ist das Fails Bay. So, dann machen wir nämlich eine... Hau ab von mir! Dann machen wir nämlich in der nächsten Folge weiter mit dem... Ja, mit dem S, mit Solomon. Und wir müssen den beiden noch einen Feuerwehrwagen organisieren. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und eigentlich hat man tatsächlich den... Ja gut, das kam jetzt dazwischen. Das hat man tatsächlich eigentlich die Idee, nämlich noch eine... Wir müssen noch einen Feuerwehrwagen organisieren, wir müssen noch ein Fluchtfahrzeug organisieren. Aber jetzt erstmal machen wir noch den hier. Ja, ich weiß, dass dieses Fahrzeug sich nicht als Fluchtfahrzeug organisiert. Das war eigentlich tatsächlich auch nicht der Plan. Ein Tetono. Den gibt's auch nicht im freien Straßenverkehr. Im Online-Modus, den gibt's nur in der Story. Im freien Straßenverkehr. Im Online-Modus muss man sich den, glaube ich, für 1,5 Millionen, glaube ich, kaufen. So, wir reparieren mal das Auto. Stops on a dime. Seriously. So. So, ja. Aber was nehmen wir denn jetzt lieber? Komm, wir machen mal Pink und so. Die steht ja so auf dieses rosa Pink. Fahre Mann. Und dann kriege ich die Pink. So. Haben wir gar nicht Pink, ne? Lila. Dann kriege ich die das halt so. Was? Gut, der Farbe mal. Kriege ich das jetzt hin? Ne, Pink kriege ich nicht hin, ne? Den nicht. Klassisch. Heißes Pink. Das kriegt die. Da steht sie nämlich wirklich drauf. Zeitverkleidung kriegen wir hier auch noch hin. Federung. Ein Auto schon tiefer legen. Getriebe noch, volle Power rein. So, dann kriegt die. Ja, danke. So, dann kriegt die nämlich auch noch auf Pink. Leuchten Pink. Ja, kriegt sie die. Reifenmuster, Tuning-Reifen, Reifenversion, flusssichere Reifen, Reifenqualm, pinker Reifen, rosa Reifenqualm, so. Dann kriegt die das noch und dann haben wir so, glaube ich, auch alles, ja. Wunderbar. Dann haben wir das Auto auch abgearbeitet. Ist ja für eine Frau. Ist ja nicht mein Geschmack, sondern einfach für Tracy selber. Gut, dann... Haben wir eine SMS wieder? Ja, okay.
was unsicher. Wir brauchen was Unauffälliges, ein Viertürer im Idealfall. Auch nur um zwei Türen, ne? Scheiße. Das ist die Karre von Tracy. Hau ab! Bleib hier! Diese Karre eignet sich als Dingsfahrzeug. Das bauen wir nämlich auch noch schnell auf, weil wir haben ja Kohle ohne Ende. Wenn ich die scheiß Cops wieder auf die Idee komme, wir könnten ja nochmal die Polizei rufen. Bei Mafia hat sie wahrscheinlich jetzt die Cops an der Backe. Weil da würde nämlich ein Zeuge Polizei rufen. So, genau, die machen wir noch. Lange wieder. Ja, ich brauche wieder. Machen wir heute mal eine etwas längere Folge. Ja, wir sind gerade schon wieder da. So, den nehmen wir mit. Guck mal nicht. So, Fellfarbe. Nummernschild. Nehmen wir matt. Schwarz, Sekundärfarbe, matt. Eisweiß. So. So. Genau, da müssen wir die Lichter nochmal neu machen. Neon Kids, Neon Farbe. Limettengrün. Jugenddach. Gelände. Na gut, Gelände brauchen wir nicht. Ich SUV. Nehmen wir die, die sind schön aus. Tuner brauchen wir. Ne, Felgenfarbe. Was haben wir denn schönes? Das Grün ist ja braun. Ja, Limettengrün. Lieber Limettengrün. Passend zu den Neon-Links-Reifen. Tune, die Verbesserung. Schussig-Reifen. Reifenqualm. Grüner. Ja. So, dann haben wir die Mühle auch abgearbeitet. So, dann müssen wir jetzt nur noch einen Platz finden, wo wir das Auto parken, im Idealfall. Wo stellen wir die Mühle denn hier hin? Hier in die Seitengasse? Ne, ist keine. Doch, ist eine Seitengasse, okay. Da, wo es im Idealfall nicht auffällt. So, dann stellen wir den nämlich hier hin. So, dann rufen wir als letzten Fluchtpunkt markieren, wenn du Franklin oder letzte anrufst. Kontakte. Franklin. Hey, Les. That getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. Burton. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? So, jetzt müssen wir noch die Feuerwehr machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. So. Bis dahin oder wie. Ach, wir haben noch Bestand, okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann besorgen wir uns einen Polizeiwagen und eventuell ziehen wir sogar schon das Ding durch. Bis dann und tschüss.